Was mal sehr, sehr seltsam war auf Natur, ein Kunde, der hatte um die Speichen so bunte Knöpfe. Klicker, Speichenklicker? Ja. Oh, jetzt sind wir am Stand von Fahrtwind, Anbieter von Transal, Fahrtechnik, Touren, alles Mögliche und auch schon ein Stammgast auf dem Bikefestival in Willingen. Und ja, wen haben wir jetzt hier dabei stehen? Ja, hi, ich bin der Phil. Und ich bin die Alana. Sehr, sehr gut. Ist das euer erstes Mal hier in Willingen oder seid ihr schon häufiger hier gewesen? Nee, wir kommen auch hier aus der Region, aus Kassel und waren auch mit Fahrtwind schon einige Male hier auf dem Bikefestival in Willingen. Ich habe sogar vorhin mal überlegt, ich bin vor 19 Jahren zum ersten Mal hier gewesen, zwar mit meinem Dad, der sitzt da um die Ecke. Ach, cool. Damals war ich 13 oder 14, glaube ich, unser erstes Bike-Festival-Wochenende mit Wohnwagen war hier. 19 Jahre ist her. Weil sie jetzt wie gesagt hat, du bist auch aus Kassel, oder? Ja, genau, also wir sind Geschwister, ja. Leben in Innsbruck, kommen ursprünglich eben aus Kassel oder aus Baunatal sogar, um genau zu sein. Okay. Und sind nach Innsbruck gezogen zum Studieren und haben dann dort auch, habe ich eben bei Fahrtwind angefangen zu arbeiten, die Alana ist dann auch dazugekommen und genau, seitdem sind wir bei Fahrtwind und natürlich hier ist so ein bisschen unser Heimspiel da. Sehr cool, weil Fahrtwind ist ja auch schon, ich weiß gar nicht, auch schon Ewigkeiten mit der Partner in Sachen geführte Touren und so weiter, obwohl das ja aus Süddeutschland stammt, ne? Oder? Genau, ja, also wir sind ja eigentlich aus dem wunderschönen Chiemgau, direkt dort am Samerberg ist das Headquarter von Fahrtwind und vom Bikepark Samerberg eben, der hauseigene Bikepark. Und ich glaube, der Peter hat gesagt, Peter Brotschelm hat gesagt, dass es heute sein 17. Mal in Willingen ist. Also 17 Jahre auf jeden Fall schon in Willingen dabei. Ich schätze mal, in Riva war er auch schon davor dabei, also ich denke so 19, 20 Jahre sind wir schon dabei. Sehr cool. Ja, okay, jetzt kann ich euch natürlich schlecht fragen, jetzt seid ihr ja von hier, aber als quasi Alpenlocals, lächelt ihr denn jetzt über die Berge hier, weil ihr natürlich richtige Berge habt oder habt ihr immer noch Respekt vor den fiesen Anstiegen im Hochsauerland? Nee, also ich lächle hier nicht über die Berge, klar, ist schon was anderes, muss man schon sagen, aber trotzdem, also sowieso wunderschön hier, die ganze Gegend und ich spüre die Beine schon auf von den Bergen hier. Ja, von den Leuten aus dem Süden ja oft belächelt so und ich finde es eigentlich gar nicht. Es ist super schön, es ist super intensiv, weil man natürlich viel kürzere, knackige Anstiege hintereinander dann immer wieder fahren muss, um überhaupt auf seine Höhenmeter am Tag so zu kommen. Und landschaftlich wunderschön, jetzt hat man natürlich Bombenglück mit dem Wetter, also 4 Tage Sonne, das ist natürlich auch nicht immer so in Willingen. Ja. Das kann man auch nicht immer so fix buchen, aber das war jetzt natürlich Hammer und landschaftlich jedes Mal ein Traum. Ihr habt denn die Entwicklung gesehen, hier gibt es neue Trailcenter und neue Bikeparks. Findet ihr denn im Vergleich Österreich und Deutschland, wäre es da rückschrittlicher in der Entwicklung, dass das Biken quasi gefördert und auch legal ist? Oder ja, wie ist da eure Erfahrung jetzt? Also ich glaube, man muss da ein bisschen auf die einzelnen Regionen, wir können jetzt glaube ich nicht pauschal über jede Region in Österreich sprechen oder im Süden, aber das, was hier geboten ist mit den verschiedenen Strecken für unterschiedliche Leistungsniveaus, dass irgendwie man das Gefühl hat, Wanderer, Mountainbiker, man grüßt sich auf dem Trail, das ist hier schon, finde ich, absolutes Vorzeigemodell, dass auch alle Einheimischen so mitspielen, offensichtlich mitspielen, ob das jetzt immer so ist, weiß ich jetzt auch nicht, aber es macht auf jeden Fall den Eindruck und das, was getan wird, ist glaube ich schon. Also da ist einfach mehr Aktionismus sichtbar hier, weil es natürlich auch irgendwie, weil man erkannt hat, dass es sein muss. Man kann nicht immer nur sagen, ja, wir haben die Berge, die Leute kommen eh zu uns, sondern man muss auch was dafür tun. Und in den Alpen ist es oft so, dass das ein bisschen vergessen wurde und jetzt zieht man quasi nach. Okay, jetzt habe ich nochmal eine Frage bezogen auf euer Business. Seid ihr mehr im Bereich Guiding oder Fahrtechnik? Ich mehr im Bereich Guiding, ja. Ja, ich auch. Mehr Guiding. Okay. Aber prinzipiell auch Erfahrung bei beiden? Ja, grundsätzlich schon, natürlich auch immer irgendwie mit dabei so. Wir machen eigentlich teamintern fast so jedes Jahr was, wo wir dann auch immer ein bisschen technikintern noch Schulungen machen, wo wir theoretisch immer dabei sein könnten, unterstützen können. Ich finde generell dieses Fahrtechnik-Thema ist was, wo man sich schon sehr reinfuchsen sollte, um da wirklich Kurse anbieten zu können. Deswegen würde ich jetzt sagen, halten wir zwei uns da auch eher so ein bisschen zurück, weil man einfach da ja wirklich Experte drin sein muss, nicht nur im selber richtig gut fahren, sondern auch im Didaktischen das dann zu übermitteln. Und da haben wir wirklich Fahrtechniktrainer bei uns, die sind allererste Sahne.
Super, dann habe ich ein paar, das heißt, kurze Fragen mit kurzen Antworten. Also gleich kommen noch so Shootouts, so A, B. Aber jetzt eine Frage bezogen auf, was ist denn das, sag ich mal, das außergewöhnlichste oder die außergewöhnlichste kleine Anekdote, die euch mit einem Gast je passiert ist, sei es auf sein Fahrrad oder, ja, ihr kennt das ja, ich mache auch Fahrtechnik und Guiding. Ab und zu sind da Dinge dabei, die man nicht vergisst. Kleider, meinst du? Ob ja, oder so alles, könnte jetzt das Fahrrad sein oder der Gast oder irgendwas, was total, sag mal, seltsames, außergewöhnliches passiert ist. Was mal sehr, sehr seltsam war auf Natur, ein Kunde, der hatte um die Speichen so bunte Scheiße. Knöpfe. Klicker, Speichenklicker? Ja, und das fand ich schon crazy. Die hat man gehört, waren das diese Klick, 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 Klick? Ja, genau. Ah, die sind eigentlich am Kinderfahrrad. Ich habe eine Tochter, die sind am Kinderfahrrad. Ja, und das halt so bei einer Woche Tour schon, das fand ich ein bisschen crazy, ja. Hast du was? Boah, ich tue mir schwer. Ich finde es teilweise, wenn wir da so am Start stehen von der Transalp, ist es schon unglaublich, wie die Leute teilweise wirklich vorbereitet sind und ja, top ausgestattet da stehen. Hängt natürlich auch ein bisschen mit der Vorbereitung so zusammen, die wir auch schon den Leuten vorab mitgeben. Ich finde so richtige, ja, man hat schon mal sowas, dass irgendwie gefühlt am Lenker mehr Gepäck ist als auf dem Rücken. Das ist schon immer so, okay. Da muss man dann schon ein bisschen Gas geben am Start, dass man das den Leuten versucht auszureden. Aber sonst so eine richtig witzige Anekdote. Also ich habe so Sachen wie, einer der ersten E-Bike-Leute, die im Kurs waren, die hatte ihren Akku abgemacht. Das war so 2014 oder 2013, ich weiß nicht, habt ihr sowas noch nie erlebt oder das ist halt schon komisch. Gekommen. Ohne Akku gekommen, oder genau. Wie? Genau. Okay, krass. Nee, sowas vergisst man halt auch nicht. Und die Standardsachen, dass man immer den Leuten den Lenker Sattelschütze absägen muss oder so. Ja gut, also so Sachen sind natürlich schon auch immer dabei. Wir hatten mal eine auch nicht so schöne Geschichte. Irgendwie haben wir eine Pause gemacht auf einem Forstweg mitten in den Alpen. So die nächste Stadt war recht weit weg oder auch der nächste Bikeshop. Und dann ist ein Auto ziemlich wild an uns vorbeigefahren und ist vor einem Kunden einfach über beide Laufräder drüber gedonnert. Oh. Genau, die Tour war dann natürlich beendet. Das sind natürlich so Aufreger, die man auch nicht vergisst. Ja. Ist nicht so witzig und schön, aber es sind natürlich dann so Sachen, über die redet man dann schon irgendwie. Ja, cool. Ja gut, dann machen wir unsere kleinen Shootouts. Bike Festival Willing oder Gardasee? Willing. Winterberg oder Willing? Willing. Okay. Okay, Kassel oder Freiburg? Freiburg. Kassel. Okay, Lokalmatador. Rohloff oder Kettenschaltung? Kettenschaltung. 29er oder kleinere Laufräder? 29er. Okay. Flowtrails oder technisches Abfahren? Flowtrails. Flow. Okay. Wenn ihr ein Rennen fahren würdet, eher im Ausdauer oder eher im Gravity-Bereich? Gravity. Ja, bei mir auch. Okay. Im Winter eher Outdoor-Schinderei bei jedem Wetter oder Indoor mit der Rolle oder den Gewichten? Gar kein Rad für mich dann, sondern eher Skifahren, Skitouren gehen, sowas. Ja, durch die Umgebung auch dann eher andere Sachen. Okay. Dann Fabio Wittmer oder Danny McGaskill? Fabio Wittmer. Fabio. Schwer. Okay, wenn ihr live Mountainbiken gucken würdet, eher World Cup oder Slopestyle Crankworx? Also wir haben eine Trainingslocation und bei uns trainiert zum einen die Valley Höll und es trainiert aber auch das Cross-Country-Team von Trek bei uns, also Trek Future Racing. Und da ist zum Beispiel Björn Riley, Mario Bayer, das sind so unsere Jungs und irgendwie die begleiten mich schon lange. Deswegen gucke ich mir ehrlich gesagt Cross-Country und Downhill sehr, sehr gerne an. Okay. Ja, beides. Das ist schon beides geil. Crankworx ist ja auch in Innsbruck. Habt ihr das euch mal angeschaut? Ja, saugeiles Event auch. Also auch die Slopestyler, schon auch spektakulär, würde ich sagen. Aber hat halt nicht sehr viel mit dem zu tun, was man selber macht. Vorbei oder besucht uns auf jeden Fall im Bikepark. Da ist das nächste Event jetzt schon am kommenden Donnerstag, habe ich gerade gehört. Afterwork. Wann ist der Afterwork immer, Peter? Erster Donnerstag jedes Monat. Erster Donnerstag jeden Monat müsst ihr in den Bikepark Sammerberg kommen. Da ist echt einiges geboten. Okay, super, cool. Ja, dann packe ich mal unten in die Beschreibung den Link und dann. Ja, Heimreise jetzt Innsbruck oder Kassel? Wo müsst ihr jetzt hin? Innsbruck. Okay, also habt ihr eine gute Strecke. Ja. Ein bisschen was zu tun. Super, dann danke ich euch und